Heute sollen Punkte her, nachdem es ja zuletzt nicht so geklappt hat. Die Leistung im letzten Spiel einfach nicht gut genug, muss man ganz deutlich so sagen. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Gucken wir auf die Formation, ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische Anordnung, glaube ich, kann man so sagen. Zwei Viererketten, dann die beiden vorne drin und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sehr gut reingespielt. Den Kopf da. Gute Aktion vom Torhüter. Eckball gibt's. Er findet keinen Mitspieler mit der Ecke. Der Ball ist weg. Gereskia. Da gewinnt er den Zweikampf. Das gibt einen Einwurf. Das könnte gefährlich werden. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen?
Da trennt er ihn vom Ball. Wird's jetzt gefährlich. Da setzt er sich gut durch. Fairer Einsatz hier. Da kann er sich den Ball holen. Jetzt wird's gefährlich. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Da kommt der Steilpass. Flanke geht zum Abwehrspieler, da war mehr drin. Und jetzt ein Schuss. Da werden sie sich ärgern. Ja, denn das wäre sie natürlich gewesen, die Führung. Sauber vom Ball getrennt hier. Das gibt Einwurf. Sehr gut aufgepasst. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Den Pass spielt er gut. Da zieht er ab. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Ball ist im Aus. Es gibt Ecke. Ein Kopfball. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. War gar nichts. Guter Ball nach draußen. Wird das eine Torchance? Das macht er gut. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Die Chance zum Tor, abgepfiffen. Fahne oben. Der Diok. Die Mitspieler bieten sich an. Gute Aktion. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Schussversuch. Klar, gibt Einwurf. Er macht das Spiel schnell.
Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment, er schießt. Super abgewehrt, aber war auch letztlich kein Problem. Er nimmt ihm den Ball ab. Ganz klar, da muss er Freistoß pfeifen. Den Ball spielt er raus. Sie suchen die Lücke. Gutes Tackling. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Ganz einfach an den Ball gekommen. Es gibt 3 Minuten Umlauf. Werden. Jetzt schießt er. Den hält er super. Jetzt wird es Ecke geben. Die lassen sich teilweise schon viel Zeit. Also das soll wohl die. So, jetzt ist erstmal vor. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Jetzt müssen sie aufpassen. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Kopfballchance. Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Van der Wiel. Wird's jetzt gefährlich? Er spielt den Pass auf den Flügel. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Von Teamgeist ist bei dieser Mannschaft aktuell nicht viel zu spüren. Dabei wissen wir doch alle, wie wichtig der ist. Ja, vielleicht sollte der Trainer da einige seiner Entscheidungen noch mal überdenken, damit diese Chemie wieder stimmt. Jetzt der Schuss. Der Ball ist drin. Sie gehen in Führung. Sie kommen heute häufig zum Abschluss. Und so kommt dieser Treffer dann auch nicht sonderlich überraschend, Uschi. Nee, es überrascht mich eher, dass die anderen da nicht mehr entgegenzusetzen haben. Jetzt können sie jubeln. Lange hat's gedauert bis zum ersten Tor. Sauber vom Ball getrennt hier. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Jetzt könnte es gefährlich werden. Die Gäste werden wechseln. Und er pfeift abseits. Van der Wiel. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Das könnte gefährlich werden. Und jetzt die Chance. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Der Ball fliegt Richtung Tor, geht aber dann doch ein gutes Stück drüber. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Da trennt er ihn fair vom Ball. Das könnte die Chance werden. Sie warten ganz geduldig. Er zieht ab. Der Schuss war nicht besonders. Er geht weit vorbei.
Jetzt wird's gefährlich. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Den spielt er in den Lauf. Jetzt vielleicht. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Und Ecke. Er bekommt Hilfe. Bald schon wieder weg. Gut gemacht. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da gewinnt er den Zweikampf. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Schießt er ihn rein. Da hat er natürlich Zeit zum Nachdenken. Wohl zu viel Zeit, Buschi. Ja, das scheint so, Wolf. Er hatte da mehrere Optionen, aber wählt am Ende die falsche. Der Ball geht klar vorbei. Den Ball spielt er gut. Er zieht ab. Er wirft sich in den Schuss. Das war wichtig. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Sie bieten sich an. Er schießt. Sie liegen vorne und hätten ihn erhöhen können. Aber der Abschuss, Wolf, der war nun wirklich gar nichts. Und so bleibt es eng. Ein Tor kann man irgendwie immer aufholen. Jetzt wollen die Fans hier noch mal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch noch mal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. Und jetzt die Chance. Da geht der Ball ein gutes Stück übers Tor. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Van der Wiel. Da verlieren sie den Ball. Pass auf die Außenbahn. Hier ist noch alles drin. 5 Minuten sind noch zu gehen. Und er bringt den Ball rein. Versucht mit dem Kopf. Der Ball geht knapp daneben und das könnte sich noch rächen. Ja, mit dem Treffer hätten sie ihre Lage schlagartig verbessern können. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Das könnte gefährlich werden. Macht er ihn! Das war richtig, richtig knapp. Und ein Tor hier wäre so wichtig gewesen. Gleich ist hier Schluss, aber sie können den Ausgleich noch packen. Jetzt bekommen sie die Chance. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Jetzt wird es gefährlich. Das war faul, da muss er Freistoß geben. Werfen wir noch mal einen Blick auf diese Chance. Gefährliche Flanke, aber der Verteidiger ist zuerst am Ball. Das Spiel. Something you
Das Spiel beginnt. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Kurz zur Formation. Es ist ein 4-4-2 mit hängender Spitze heute bei Ihnen. Ich bin vor allem gespannt, wie Sie das in der Offensive heute lösen. Da gibt es einige Optionen, auch durch die Aufstellung mit den beiden vorne drin. Keine schlechte Flanke, aber das löst er gut. Klasse Tackling. Abgefangen, gut gemacht. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Schießt er ihn rein. Der Pass, stark gemacht. Und der geht flach rein, da war nicht viel zu halten. Und das war eine richtig starke Direktabnahme. Und auch das Zuspiel vorher. Klasse. Ein Riesentor. 8 Minuten bis zum ersten Treffer. Ein super Start und es darf gerne so weitergehen. Wird das eine Torchance? Jetzt schießt er. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Guter Ball nach draußen. Flanke kommt, wird das eine Chance? Gut aufgepasst, der hat die Flanke. Einwurf jetzt. Da kommt der schnelle Einwurf. Klasse Technik. Van der Wiel. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Und klasse durchgesetzt. Der Ball kommt gut. Der Diok. Und da haben wir's, das Tor.
Der war gar nicht hart, der Schuss. Aber er geht ja auch so rein. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Von links zirkelt er da den Ball herein. Wunderbar, wie er das macht. Ein glücklicher Abnehmer. Präzise Hereingabe hier und dann macht er es aber auch klasse im Abschluss. Ja, also da bin ich bei dir. Tolles Timing in der Luft. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Da kommt der Schuss. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Van der Wiel. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Und jetzt wollen wir uns in aller Ruhe den Ausgleich nochmal anschauen. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Wird's jetzt gefährlich? Gutes Zuspiel. Fairer Einsatz hier. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Gefährliche Flanke. Kopfballchance. Die Defensive steht. Sauber vom Ball getrennt hier. Und da gibt er Freistoß. Jetzt müssen sie aufpassen. Sie suchen die Lücke. Er findet den Mitspieler. Jetzt schießt er. Eckball. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Der Verteidiger muss vom Feld und damit müssen sie umstellen. Und der Trainer muss spontan eine neue Taktik aus dem Ärmel schütteln. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Da gibt es kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Gereskia. Da gewinnt er den Zweikampf. Und jetzt die Unterbrechung. Da liegt noch ein Spieler auf dem Boden. Das könnte. Was Schlimmeres sein. Sie müssen wechseln. Der Spieler ist verletzt und kann nicht weiterspielen. Schade für ihn. Mal sehen, ob ihn der neue Mann adäquat ersetzen kann. Da musste er runter wegen der Verletzung. Ja, und dann geht es hier jetzt mit Schiedsrichterball weiter. Gutes Tackling.
Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Gute Aktion. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alles total. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Das gibt Einwurf. Geht direkt weiter. Schneller Einwurf. Van der Wiel. Das macht er gut. Das könnte die Chance werden. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Das war sauber. Er holt sich den Ball. Klasse gespielt. Jetzt der Schuss. Die Führung. Der Ball ist drin. Der Ball streift da dem Pfosten noch. Genauer kann der Abschluss nicht passen. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Van der Wiel. Er hat momentan etwas Probleme, sich in die Mannschaft einzufügen. Ja, das ist auffällig. Er ist nicht richtig drin im Team, wirkt fast deplatziert. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Miguel Flanio. Und er gewinnt den Zweikampf. Da verlieren sie den Ball. Wird's jetzt gefährlich. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Jetzt gibt's Einwurf. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Er spielt den Pass auf den Flügel. Abwehr hat aufgepasst. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Den Ball spielt er raus. Tolle Flanke. Das sah einfach aus, aber natürlich muss der Abwehrspieler hier auch erstmal richtig stehen.
Das könnte gefährlich werden. Jetzt sind sie am Ball. Derdiok. Van der Wiel. Pass auf die Außenbahn. Sehr guter Einsatz. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und er gibt Elfmeter. Er gibt den Elfer und nur gelb. Ja, ich glaube, das geht in Ordnung. Da zeigt der Schiedsrichter Fingerspitzengefühl. Die Führung soll jetzt verteidigt werden. Folgerichtig jetzt der Wechsel. Er macht den Elfer. Den Elfer hat er ganz cool verwandelt. Und da hat er seine Nerven im Griff und trifft vom Punkt. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Das Konzentrieren auf die Abwehrarbeit, es hat sich für sie nicht ausgezahlt. Ganz im Gegenteil. Verständlich, dass der Trainer jetzt auf lange Bälle in den Strafraum setzt. Ein Tor muss her. Nach dem Gegentor werfen sie jetzt also alles nach vorne. Also jetzt bin ich mal gespannt, ob diese Taktik funktioniert. Nur noch 5 Minuten zu gehen und nach wie vor steht es unentschieden. Passiert hier noch was? Da passt er auf. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Gut gespielt. Ball geht nach außen. Da will er den weiten Ball spielen, aber er kommt nicht an. Ist das spannend. Auch in den letzten Minuten schenken sich beide Mannschaften nichts. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sehr gut reingespielt. Der Abwehrspieler steht hier einfach richtig. Gutes Stellungsspiel. Er schießt. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Bleibt hier beim 2:2. Kein Sieger also heute.